Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Battlefield 2042. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid und ja, es gab ein paar Tage keine Videos auf meinem Kanal. Das Ganze lag einfach daran, dass ich keine Zeit hatte. Ab und zu hatte ich ein bisschen Zeit, war aber viel zu müde, um aufzunehmen und euch mit meiner langweiligen Stimme zu langweilen. Deswegen bin ich aktuell tatsächlich sogar schon Stufe 22. Ich weiß gar nicht, welche Stufe ich im letzten Video war, aber ja, hab mich so ein bisschen schlauer gemacht mit TikTok tatsächlich auf der Arbeit. Da habe ich dann so ein bisschen rumgetiktokt und ja, da wird ständig momentan die Sundance, also dieser Charakter hier, diese Spezialeinheit, erklärt, dass das einfach die stärkste aktuell ist. Natürlich könnt ihr da eine andere Meinung sein. Ich will die in dieser Folge ein bisschen ausprobieren. Ich habe sie schon ausprobiert. Sie ist halt, ja, sehr mobil, muss man einfach sagen. Sie hat den Wingsuit, kann sehr leise, schnell sich weit bewegen, hat mehrere Granaten gegen Fahrzeuge, gegen Soldaten und ich glaube Rauch noch und ist einfach ruckzuck schnell, denn die Waffe entscheidet ihr ja selber. Zudem könnt ihr ja noch ein Medipack mitnehmen, was auch immer. Ansonsten haben natürlich alle ihre Spezialfähigkeiten hier, ne, wie zum Beispiel diese Hakenpistole beim McKay, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird. Und ja, viele verschiedene Dinge, die es ja einfach gibt. Ne? Die habe ich noch gar nicht freigeschaltet. Die bekommen wir erst mit, keine Ahnung, 25, wenn wir 25 sind. Das ist ja gar nicht mehr so weit. Auf jeden Fall, ja, die Spezialcharaktere sind schon ein bisschen sehr stark. Ne? Sundance ist natürlich eine sehr interessante Charaktere. So gefällt sie mir ganz gut. Dieses epische Ding, das habe ich ja von Origins bekommen, warum auch immer. Und ja, will mit euch da einfach jetzt mal gar nicht viel quatschen und einfach mal rumzandenzen. Ey, das passt ja sogar. Wir dancen mit Sundance. So. Finden wir auch ruckzuck eine Runde. Bei mir ist aktuell Dienstag 9.16 Uhr in der Früh. Ich habe gerade ein OBS-Problem. OBS kann ich nicht mehr minimieren. Es läuft jetzt über 20 Monitore gefühlt. Ich habe nur zwei. Und ich hoffe, dass die Aufnahme funktionieren wird. Na, sonst wird es ein bisschen blöd, weil ich dann keine Zeit mehr habe. Das Leben ist einfach voller Stress. Warum muss das Leben voller Stress sein? Obwohl man frei hat. Gut, fröhliche Verschrottung, 22, 26, 37, Level 44. Ich habe mir auch schon geschafft, diese Badges hier reinzumachen. Als Sniper habe ich ein paar gemacht. Oh ja, mit der Sniper habe ich eine Menge freigeschaltet, gerade in der Testrunde, denn ich wollte eigentlich mit Nvidia Experience aufnehmen, aber das Ganze hat nicht funktioniert, weil er nur meinen Desktop aufnimmt. Da muss ich noch experimentieren. Kommt mir nicht in die Quere. Jetzt zeige ich euch mal, was ich schon freigeschaltet habe, wenn wir endlich dann mal spielen dürfen. Die Freiheit Singapurs ist entscheidend für die internationale Stabilität. Die Menschen dort brauchen unseren Schutz. Da. US Marines wollen den Hafen einnehmen. In Koordination mit... Das ist alles, was wir haben. Vor allem hier so eine Schrotflinte will ich mal austesten. Aber erstmal das hier. Wir zählen auf euch. Wir zählen auf euch. Die Map ist so sehr winzig. Da werde ich die Schrotflinte gerne mal testen. Also sie hat wirklich krasse Ausrüstung und ich denke, sie wird noch ordentlich genervt, denn die ist schon ein bisschen ultra heftig schnell und flink unterwegs. Du umgehst die Gegner mit ihr so schnell, da hat man fast schon den Eindruck, dass man hackt, aber man hackt ja gar nicht, ne? Battlefield Zukunft, da ist das alles ein bisschen fixer unterwegs. Was werden wir noch abgesetzt? Ach, Heidewitzka, da kann ich auch den Pause-Button benutzen, den habe ich auch neu gelernt bei OBS. Da müsst ihr euch nicht immer den ganzen Kram am Anfang angucken. So, freigeschaltet mit dem Ding. Schon einen ganz schönen Batzen. Lang will ich haben. Da war eigentlich noch was. Entweder das hier, das hier. Ich habe eigentlich ein Magazin freigeschaltet, aber ich glaube, das ist schon automatisch, ne? Mehr Schuss. Okay, da kommen schon die ersten Gegner. Stehen da alle nur doof rum. Ja, macht nichts. Am Anfang ist immer doof, ne? Da muss man so weit ran. Ja, Sundance hat ja zum Beispiel auf 3 die Granate. Da können wir auch mit T auswählen, ob wir jetzt eine Sprenggranate wollen. Ach genau, die Störung, war das nicht ein Nebel? Oder eine Panzerabwehrgranate. Und die hat sogar so einen Zielsensor. Wenn der Hubschrauber zu nah kommt, muss schon sehr nah sein, dann fliegt die wie so eine Rakete auf den Hubschrauber zu, ne? Können wir gleich mal testen. Und dann werden wir weiter ein bisschen rumexperimentieren. Zocken tue ich ja jetzt nicht experimentieren, da will ich einfach Punkte machen. Aber in Videos experimentiere ich halt sehr gerne, ne? Ich bin auch die Squad Leader, das ist gut. Also die muss schon sehr viel näher sein. Wir schwimmen. Ist auch eine Leiter. Wo kommt die da hoch, die olle Sundance? Ja, damit die niemals hochkommen. Lia gar nicht verlassen. Erstmal im Wasser purzeln. Verdammt, da ist sie. Wir haben Sektor Bravo erobert.
Ich musste wirklich erstmal mich so ein bisschen schlau machen. Hier, was kann man, wofür sind die Spezialcharaktere? Weil man ist nicht einfach nur ein Soldat, nein, man ist ja irgendwie alles in ein, nur mit extra Spezialfertigkeiten halt. Das muss man ja erstmal alles checken, ne? Aber ich hab's gecheckt, ich hab's gut gecheckt, alles gut. Also für die 2, da habe ich auch schon was freigeschaltet. Oh, Rotpunktvisier, was bestimmt besser ist. Warte mal, bis der Flieger über uns kommt. Habe ich das noch aktiviert? Ich muss halt nur merken, wie das aussieht. Vorsichtig, vorsichtig. Das kann man auch auf Panzer werfen. Das muss jetzt nicht unbedingt ein Hubschrauber sein. Die wären jetzt halt die nächsten Ziele gewesen, die ich erwartet hätte. Wenn sowieso da erschossen, weil irgendwo wieder einer rumrennt. Wie immer. Ich will irgendwo erhöht sein, damit ich einen Ringsfield benutzen kann, aber das ist ein doofer Start für Sundance. Auf der Map. So tief, niedrig. Da lässt sich ein bisschen schwer steuern, finde ich jedenfalls. Also da könnte noch ein bisschen... Oh, kann ich mit B vielleicht auch noch warten? Ne, das will ich nicht. Eines unserer Ziele wird angegriffen. Ist nicht grün. Nur von 4 gibt es hier. Und dann hast du da so einen Ranger rumrennen, der macht dafür nicht... Ich habe noch nie gesehen, dass er mich verfolgt hat. Und eine normale Splittergranate hat sie auch und Medikits. Also sie ist sehr, sehr gut ausgerüstet. Nimm das! Das ist gerade ein gegnerischer Hubschrauber, wäre natürlich klar gewesen. Sektor Delta ist jetzt vollständig. Ich werde jetzt erstmal 1000 Tode erleiden, weil ich... Das ist zu weit. Doch, erledigt, oder? Meine Handgranate verfolgt den Hubschrauber. Oh, aber der ist schon vorher explodiert. Es scheint schon geil, ne? Aber die Distanz abzuschätzen ist halt ein bisschen schwieriger. Das sollen wir erstmal gucken. Natürlich simulieren auch irgendwann mal alle, ne? Keine Frage, dann hat man keine Granaten mehr. Aber sie wirft die Granate nicht so weit wie die anderen Charaktere. Das war so eine normale Splittergranate. Ah, er hier ist ja so. Wäre ein Kandidat gewesen. Da hüpfen sie auch mal drauf rum. Ah, das ist doch eine hier. Warte mal. Unsere Truppen haben das Kommando über Sektor Alpha. Aber der ist nicht besetzt. Das sind ultimative Panzer, die Teile, ne? Status. Die ersten Operationen sind vielversprechend. Wir weiß, ich hab noch nichts gerissen. Da oben. Ja, falsche Waffe auch. Aua, und da saß er doch noch. Ich hab ihn natürlich nicht gesehen und werd natürlich sofort wieder gesehen. Gut, aber dafür habe ich das mit der Granate mal zeigen können. Fand ich ziemlich cool. Also die werfen dann auch die Flares und dann trifft die Granate auch nicht. Aber du wirst einen Hubschrauber los mit einem blöden Fußsoldaten. Das ist schon Wahnsinn. Steht unter Beschuss. Ah, ich wollte die Schrot nehmen. Da läuft ein Wortmann rum. Ja, auf so eine Dinger zu gehen, ist nicht immer so wirklich klug. Als Sniper kurzzeitig, ja. Mal weghüpfen von, wenn wir beschossen werden und gleiten. Ach du Scheiße. Das will ich gucken. 1000 Ecken, 1000 Möglichkeiten für Spieler hier rumzueiern. Aber dieses Scope leuchtet wie die Hölle, wenn man einen anguckt. Braucht man da schon mal keine Gedanken sich machen. Dann müssen sie anders ausrüsten mit der Schrot. Guckt euch das an. Lautlos, unbeobachtet teilweise, wenn er nicht aufgeklärt wird. Bewegst du dich von so einem kleinen Turm über die ganze scheiß Map. Und ihr müsst mal überlegen, dass man ja auch Sniper ist, ne? Ja, hab ich gemerkt. Schnauze soll ich lieber halten. Und du kannst ihn auch immer unterbrechen, den Flug. Du musst auch nicht einen Fallschirm ziehen. Du brauchst einfach nur da landen, wo du Bock hast. Aua, Kopf gestoßen. Da. Und kämpft einfach weiter. Also das ist schon ein Übercharakter, oder?
Hier habe ich mal einen Gegner im Bereich. Hier mal schön auf die roten Fässer Platz nehmen, das ist am sichersten. Versuch mal ein bisschen zu erobern. Sie haben erste Verluste. Kämpft weiter. Ich erober tatsächlich super selten. Das dauert ja immer so lange alleine, ne? Direkt bei der Fahne stehen ist natürlich dann auch sehr super. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Die super Idee. Jetzt haben wir einen Gegner hier. Haha, wie schlau. Das war aber von hinten, ne? Wir haben Sektor Delta komplett eingenommen. Gilt für ihn dann nicht als Kill. Ich wurde ausgeschaltet von der Explosion. Das Geschütz war das, oder was? Okay. Sundance Action noch ein bisschen. Wir könnten natürlich auch aus dem Schrubb-Schrapp rausspringen. Oh, aber der hat eine Bewaffnung. War die Minigans nicht so gut. Wie gesagt, die Schrotflinte gleich mal aktivieren. Die vergesse ich gerade am laufenden Band. Wir greifen Charlie 1 an. Nichts. Ist niemand da. Mal immerhin, ne? Boah, ein Schrubb-Schrapp wird einnehmen, ist schon hart. US-Truppen haben Sektor Echo komplett übernommen. Vor allem ohne angegriffen zu werden. Manche haben aber auch immer ein Glück, ne? Ah, doch, wir wieder. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Wo ist die Fahne hin? Schön rutschen. Das bringt euch wieder auf die ganz normale Granate. Granate für Sie. Oh. Und dann versuchen wir mal so ein bisschen zu Sundancen. Bin absolut nicht der Schrotflinten-Fan. Ich habe auch einfach nur eine Schrotflinte freigeschaltet. Ich habe die andere noch nie benutzt. Diese hier. Hier ist ja ganz schön mal los. Aber ein Schrubb-Schrapp ist vielleicht eine gute Idee. Boah, das war keine gute Idee. Bin genau gelandet im Hubschrauber, als er explodiert ist. Der typische Timmy. Und dann nehmen wir doch einfach auch mal einen Kampfhubschrauber. Warum nicht, ne? Der ist natürlich wieder weg. Nee, ist er nicht. Ah, bei mir halten die Dinger nicht so gut. Ups, geschossen. Wir gehen die mal relativ schnell kaputt. Ich würde mir da eher so eine 20mm Maschinenbordkanone wünschen. Bis ich bei dem bin, sind die Flares schon 100 Mal wieder nachgeladen. Da oben ist einer. Ne. Nicht sofort die Flares abschießen, ist auch mal kacke. Also wir könnten mal da abspringen, sind Sundance, brauchen wir uns keine Sorgen machen. Auch das visiert Panzer an, also das kann das auch richtig anvisieren, das Ding, dass man nicht immer blind schießen muss. Ziel Bravo 1 wird angegriffen. Einfach mal. Es kommt was. Oder fliegen wir mal nach Hause, ne? Das steuert man außerdem mit WASD, was ja dann sehr ungewohnt ist, wenn man sonst mit der Maus steuert. So ein Schroti hier. Wir haben Sektor Delta erobert. Aber sie lässt sich schon gut steuern. Ne? Schwer ist das gar nicht. Unsere Truppen mussten gute Augen nehmen, haben. Aber wir sind immer noch stark. Ich glaube, da ist ein Sniper drauf, oder? Sichern jetzt Charlie 1. Aber sehr weit weg ist von allen, ne? Sind unter unserer Kontrolle. Na gut, ein bisschen Aua hat sie gemacht. Gut, sogar schon Visier. Das ist echt eine Schrotflinte? Fühlt sich die so an? Optisch? Das ist aber ein Gegner. Bereit für eine Flagge. Aber hier gibt es halt so viele Ebenen mit diesen Scheißcontainern. Sie kontrollieren den gesamten Sektor Bravo.
das. Ich wollte schon sagen, willkommen. Wieder bei irgendwelchen Bugs hier. Mein erster Kill mit der Schrotflinte in dem Spiel. Ich brauche Verstärkung. Angriff auf Echo 1 eingeleitet. Ich scheint wohl doch ein bisschen weiter ballern zu können, ne? Wieder ein Gegner. Boah, Alter, wie schnell die einen erwischen immer, ne? Jetzt ein, ich habe ein Mündungsfeuer gesehen, da war ich schon tot. Kann aber auch an so Pings liegen, etc., ne? Deswegen habe ich immer so viel geflucht und gemeckert bei Battlefield. Okay, was haben wir zur Wahl? Boah, ich nehme den eigentlich ganz gerne, aber mir hält halt nie lang. So halt hochfliegen, so die Arme sehen können. Und es ist wieder so dunkel hier. Herauskommen lassen. Ich hab's getroffen. Getötet habe ich glaube ich noch nie damit. Wie einer einzigen. Wir haben Ziel Bravo 1 gesichert. Schnell hat man sie wieder an der Pelle. Da ist die nächste. Mit ausweichen, keine Flares mehr. Und dann schießen die schon, also in eine affenartiger Geschwindigkeit zwei Raketen hintereinander. Das habe ich auch noch nie geschafft. Ich hätte abspringen sollen. Ich hätte abspringen sollen, wäre schlauer gewesen. Guck mal, wir gehen mal zu ihm hier. Ach. Wie kann der Kampf sein? Das hat genau. Ach nein, da wollte ich nicht joinen. Oh, gut, bei Alpha geht auch. Hängen irgendwo. Och Mann! Guck da, der ist nicht mal gestorben, Alter. Ich stepp, wenn die 8 Kilometer weg liegt. Neues Ziel, Alpha 2. Angriff einleiten. Sanitäter! Ja, man kann auch sagen, man will einen Sanitäter haben. Aber der sieht nicht so aus, ob er sich Energie dafür hätte, mich zu retten. abspringen mit Sundance ist immer geil. Oh Mann, warum kriegt man dann auch noch jetzt den Grammava drauf, ey? Boah, aber das ist leider sehr wackelig. Eines unserer Ziele steht unter Beschuss. Dagegen. Alles klar, Fahrzeug ist auf dem Weg. Boah, ey, mit dem Hubschrauber neutralisieren ist ja mega geil. Gebricht die Punkte für den Hubi. Kennt jemand, der Hubi heißt, lustig. Unsere Streitkräfte haben Alpha 2 gesichert. Komm, tack, 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 tack. Okay, wir machen die Sundance. Boah, nicht im Rotor rein. Das tut doch weh. Bin ich? Bin ich tot? Ich kann gerade nichts machen, ich habe einen blöden Bug. So. Davon gibt es ja leider nicht wenig. Aber ich bin kein Battlefield-Hater, auf keinen Fall. Wie der gleitet geradeaus. Oh. So, aus, ob er irgendwie mich nicht leiden konnte. Versorgungspack. Und der wirft perfekt. Wie ein Jedi eine Granate zu. So. Sorry. Sektor Echo ist unter unserer Kontrolle. Ist unter unserer Kontrolle. Ich glaube, die erste Schrotze ist besser, oder? Übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Hä? Ich kann nicht spawnen.
Oh Gott. So dunkel. Nein. Drei. Boah, da komme ich natürlich durcheinander. Störung ist auch geil. Echo 1 unter Feindbeschuss. Aber wichtig, der Turm nicht mehr, gar nicht, also kaum. Ziele gesichert. Sektor Feuerwehr ist unterwegs. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfelds. Ja, dann kommt da. Ein bisschen hier so im Dickicht verschwinden ist auch immer schön. Keine Ahnung, warum sie die so mächtig gemacht haben, die Dame. Aber die anderen haben auch ihre Talente, ne? Das Schutzschild von dem, ich nenne die mal Tank, ist schon der Hammer. Boah, ich mache echt keine Punkte, wenn ich nur experimentiere, ey. Was ist das denn? Magazine? Munition. Wir greifen Ziel Bravo 1 an. Wir legen gerne mal Sniper rum. Ist aber nicht so, dass sie mich nicht sehen oder hören, ne? Man weiß ja nie, ob eine Drohne wieder über irgendeinen rumschwebt. Da ist er oben drauf. Gucken wir, ob wir da einen Schrotflintenmann drauf haben. Und da sehen wir die Möglichkeiten von Sundance, wenn sie es überlebt. Also man könnte jetzt abspringen und Swingsuit ziehen. Aber der Gegner hat einfach das Talent, dass er dich immer perfekt trifft, ne? Das werde ich sowieso mein Leben lang nicht verstehen bei Battlefield, wie der Gegner immer so gut sein kann. Aber es ist halt Übung, ne? Boah, der ist mir jetzt folgt. Dann beschützen wir den mal mit und ich hüpfe nicht nochmal auf dem Turm. Es lohnt sich also, mit der zu spielen, ist momentan richtig krass. Keine Ahnung, wie lange die Aufnahme geht. OBS spinnt voll rum. Die Aufnahme macht's ja, aber ich muss sie spiegeln. Ja, scheiße, ich habe eine Schrotflinte, stimmt. Was haben wir denn hier jetzt ausgerüstet? Ja, Gegenfahrzeuge. Wir haben es einmal geschafft jetzt. Gerade beim nicht aufnehmen, 100 Mal. Wir haben Sektor Alpha komplett eingenommen. Ach, tot. Egal welche Waffe, es ist egal welche, die braucht 0,0 Sekunden, ich bin tot. Und ich muss sie 5 Mal mit der Schrotflinte treffen. Aber ich wollte jetzt den Kollegen helfen, ne? Ehrensache, Ehrensache. Aber ich will mich nicht hier aufregen, da freut ihr euch am meisten drüber, ne? So, gucken, gibt's was zu fliegen, gibt nicht, können wir irgendwo einsteigen. Und aus der Luft irgendwie Action machen. Sie haben nicht mehr viele Reserven. Wir können ein bisschen kraxeln hier. Direkt bei der Fahne, super schlau wieder. Man muss halt schnelle Augen haben, ne? Feindliche Einheiten attackieren Delta 1. Ja, Dampflanden hilft auch. Bap tot. Oh, kennt das nur aus Battlefield 1. Bap tot. Bap tot. Da sieht die tot. Was keine Sch- Ich habe sogar einen Schuss abgegeben in seine Richtung. Bleib weg von mir. Das hat eine Hilfe. Aber wir wollen ja Taktik machen. Ist ja wir versuchen ja ein bisschen was zu schaffen. Die Runde geht mir leider sehr schnell zu Ende. Außerdem habe ich überhaupt nicht so mein Setup. Wieso darf ich denn bei A nicht spawnen, weil zu viele Gegner sind? Die Gegner haben nicht mehr viel, wir haben es eigentlich schon fast geschafft. SWAT-Mitglied. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Die wollen hier nichts erobern. Die sind ja Arsch der Welt. Kontrollieren Sektor Alpha. Aber ein bisschen hüpfen.
einfach mal versuchen, wenigstens die Taktik anzuwenden. Hinten, natürlich sollst du hinter ihn landen, aber der wird jetzt weggeschossen. War klar. War so klar. Mein Gott, nee, hab ich ein Pech. Da ist sofort wieder einer am Liegen. Reine Übungssache. Mit Sundance geht's so ab wie Schmitz' Katze. Ah, wir haben trotzdem gewonnen. Auch wenn ich nur verkackt habe. Aber es war exzellentiert. Jetzt muss ich ein bisschen kämpfen. Jetzt will ich mal ein bisschen was schaffen. Scheiß Schrotflinten. Hab's immer noch drauf. Die meisten unsinnigen Flüge war wohl ich. Wie man ihn kennt. Boah. Bin ich zu weit gegangen? Na, ein bisschen. Gar kein schlechtes Gewissen. Ich bin ja unglaublich gerne Versorgerklasse, also medizinisch. Oh ja. Ich hab sogar ordentlich was an Punkte. Mit 24 schalten wir das neue Scharfschützengewehr frei, nur zur Info. Das allerletzte soll ja super übertrieben mega sein. Ich hoffe, ich nehme nicht die ganze Zeit das Fenster mit auf. Naja, wir werden es ja gleich sehen. Da kriege ich OBS nicht mehr aus meinem Desktop raus. Das kannst du nicht mehr ziehen, nicht mehr bewegen, nicht mehr minimieren. Komm schon, legen wir los. Ja, legen wir los. Ja, wir haben ihn hier mit einem dicken, fetten ballistischen Schild. Die Hakenpistole habe ich auch noch nie ausprobiert. Befestigungssysteme, Helmoptionen, Punkteverteidigung. Und dann mache ich natürlich super gerne den Sniper. Mit seinem Müllbeutelanzug, natürlich. Den mache ich halt sehr, sehr gerne. So, Suche im Gange. Ich mache mal kurz Pause, dann müsste das sich jetzt warten. Oh, ich sehe es leider nicht, ob Pause ist oder nicht. Sorry, ich muss das einfach so lassen, weil OBS einfach Scheiße baut gerade. Ich weiß nicht mehr, ob die Tastenkombination stimmt. Funkfeuer ist auch mal schön für das Squad-Mitglied. Ah, die habe ich neu. Diese Annäherungsmine, dann zeigt er, wo du, wo die Gegner sind. Gibt natürlich auch Punkte, ne? Und dann lass uns jetzt nach der Testerei doch mal ein paar Punkte machen. Der Heidewitzka. Oh, 22 ist schon Gold, immerhin. Oder Bronze, würde ich sagen. Und das ist Silber. Natürlich so viel mega Vorteile dir gegenüber. Das ist so Wahnsinn, wenn die sich halt so weit entwickeln, schon so schnell. La 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 la. Ich versuche das mit der Pause nicht. Das machen wir in der nächsten Folge auf jeden Fall. Da müsst ihr das nicht immer sehen. Unseren Informationen zufolge schießen die USA nicht nur Satelliten in den Orbit, sondern auch einen Waffenprototypen. Die Startrampe befindet sich hier in Französisch-Guyana. Eure Mission lautet, in die Anlage einzudringen und zu verhindern, dass die Amerikaner sie einnehmen. Rechnet mit Widerstand, denn sie graben sich ein. Aber das kennen wir ja schon. Aha. Die habe ich auch neu. Testen. Muss getestet werden. Mehr mag ich eigentlich ganz gern. Werden wir trotzdem abgesetzt, obwohl ich das Fahrzeug angeklickt habe. Wir sind daran gewöhnt, dass wir kein Wingsuit mehr haben. Das ist mal lang weg jetzt. Was habe ich denn jetzt für eine Waffe ausgewählt? Ach, falsch. Völlig falsche Waffe ausgewählt. Was passiert? Verbündete Kräfte unterwegs zu Alpha 1. Stinger.
Reichweite muss natürlich passen. Sektor Alpha ist jetzt sicher. Ist mal gut, wenn die schon am Kämpfen sind. Na, seht ihr? Oh, der dürfte gar nicht weg. Das ist aber jetzt bestimmt Zentimeter zu weit weg. Ach Mist, hinter Bäume verschwunden. Dann hätten wir einen reingeben können. Okay, mal gucken, wie das mit den Punkten dann abläuft. Wir haben ja die Karabine ausgewählt, nicht das Scharfschützengewehr. Da war ich jetzt ganz so schnell. Aber die Klassenvielfalten sind halt unfassbar geil gemacht bei Battlefield. Da kann man gar nicht meckern. Kannst ja jetzt, du kannst ja aussehen, was du willst, was du bist. Du bist nicht mehr gezwungen, nur Sanitäter zu sein. Das war ja schon so ein Ansatz in Battlefield 1 und im letzten Teil. Oh, ich laufe hier rum, die letzte Ochse. Wir überwachen eure Fortschritte. Nein, das ist was anderes. Das ist so gemein, das ist mein Kumpi. Nein, nicht die Konsole, um Gottes Willen. Die Konsole öffnen. Da wird eingenommen. Ein Gegner. Ich, wie gesagt, ich will ja auch ein paar Punkte machen. Ich will ja auch leveln. Aber ich bin am besten, wenn ich nicht aufnehme. Ist echt schon irgendwie wahnwitzig. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Wir haben jetzt keine Lust mehr, über mich rüber zu fliegen. Ernsthaft? Wir haben Sektor Bravo erobert. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Mal mich wieder sehen. Sofort wieder. Und wir können ja auch mal petzen, ne? Wo ist er denn? Oben nicht. Muss ja nahe der Fahne sein. Kämpfen gegen wem anders? Feind gesichtet, da ist er. Versteckt sich schön ins Eck. Das ist ja so fies. Das ist ja aber die Zukunft. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das so ist. Damit kann man leider nichts machen, aber der Gegner sieht ihn jetzt. Mein Kollege. Ich habe ihn ja markiert, ne? Also, da muss man erstmal schaffen zu sterben. Wir haben Sektor Delta komplett eingenommen. So. Da ist noch einer. Da kommt noch ein Fahrzeug. Das holt er sich jetzt. Ich steige mal aus. Das sitzt ja so offen. Das ist sowieso nichts. Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. So, nee, da bin ich nicht, ne? Muss man aber darauf achten. Das weiß man einfach nur. Ich weiß, dass er hinterm Haus ist, der eine Halunke. So, da würde ich mich sowieso verraten. Wir haben ein Ziel gesichert. Ich hab da noch was. Kann man, glaube ich, sehr weit werfen. Nee, nicht. Bitte Lagezusammenfassung. Na, er petzt schon mein Gerät. Verdrängen die US-Kräfte wie geplant. Gibt doch Assists, das ist gut. Das sieht so aus, als ob ich Kills gemacht habe am Ende. Falsch. So auf Verdacht. Guck mal, wie krass das Ding sichtet und sichtet. Transporter. Hier ist es an. Entflirt worden. Charlie wurde gesichert. Na komm. Oh. Unsere Ziele steht unter Beschuss. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Ja, das heißt aber keine Flares mehr. Na komm, bevor ich wieder abgeschossen werde. Ziel verloren. Wir müssen es wieder unter Kontrolle bringen.
schnell. Das ist wieder unser. Ja, so halb, ne? Der Feind hat ein Ziel gesichert. Vollständig in Feindeshand. Charlie 2 steht unter Beschuss. Wir greifen Charlie 2 an. Versuch ist es wert. Der hätte mich sowas umgelegt. Ich bin dir auch aufgeklärt. Mal am Feinsten. Roter Ring. Tot. Welches Gewehr? Keine Ahnung. Irgendeins. Ist egal welches. Das ist Killer-Auto, ey. Das hat eine Waffe drauf gehabt, wo ich das letzte Mal drin saß. Ach, ich wurde versorgt. Das hat ja viel gebracht. Okay. Wer kann denn da Nein sagen? Jetzt mal ohne Witz. Ist das echt so, dass man den einen dann noch wegnehmen kann? Das ist doch fies. Ah, oh, Waffe oder verwechselt. Ach, das wird diese Waffe-Kacke. Nein, wollte ich gar nicht. Das ist auch petzen. Kletter von alleine auf. Wir kontrollieren die meisten Sektoren des Schlachtfeldes. Oh Mann, der Wald ist voll. Unsere Taktik zeigt erste Erfolge. Die feindlichen Kräfte werden schwächer. Alpha 1 unter Beschuss durch US-Kampfverbände. Wir haben die volle Kontrolle über Sektor Foxtrot. Das gibt wirklich geile Punkte, ne? Ja, man macht's ja beim ersten Mal, ne? Mit dem Aufklärer. Boah, guck mich das an. Eines unserer Ziele ist verloren. Nur die richtige Zeit, die richtige Granate haben. Man dürfte vielleicht noch der ein oder andere Assist rausspringen. 7, so viel ist es auch noch nicht, aber ich bin stolz. Nicht mehr zu helfen. Jetzt die Waffe nicht vergessen. War ja klar. So, Squaddy. Oh, freie Fläche. Dann hoppen die mal auf die Berge rum. Weg mal wieder. Flatsch! Ich weiß nicht, wie weit die weg ist. Kann ich kaum einschätzen. Das sind auch spezielle Herausforderungen halt. Panzer. Eines unserer Ziele wird angegriffen. Einen schönen epischen Sniper-Shot. Vergesst es. Das machen die schon. Sektor Delta ist jetzt vollständig gesichert. Das waren noch Beine von keinem Ton. Vergesst das. Ja. Markiere Panzer! Kann leider nicht viel machen, aber hier F1. Ich habe nichts nachgerüstet an meiner Waffe. Ah, da liegen immer welche drauf. Kannst du machen, was du willst. Hab mich im Visier und. Wir erleiden schwere Verluste. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Sektor Foxtrot wurde von feindlichen Kampfverbänden erobert. Der verpieselt sich jetzt. Oh. Dachmensch. Weiß jemand, wo es Munition gibt? US-Truppen attackieren Echo 1. Zappelnde US-Truppen.
Da ist Sundance unterwegs. Es wird spannend, das rauszufinden, wer was ist, ne? Bam! Boah, das wäre was. So. Sektor Delta ist vollständig unter unserer Kontrolle. Darf nicht vergessen, wie man hier heftig leuchtet, wenn man jemanden anscopet. Das ist schon nicht mehr normal. Was? Wir treffen müssen. Aber eigentlich war das ein Headshot. Also keine Ahnung, was. Das sah aus, als ob der Einschlag 1 cm vor meiner Mündung wäre. Oder ich habe tatsächlich daneben geschossen. Hilft mir nicht. Ein paar Pünktchen müssen ja sein. Ach, man kann sich kaum entscheiden. Hier kann man wieder so schön Granätchen werfen. Nein. Drohne ist absolut falsch. Auf G. Föhn nicht dran. Das nehmen wir gerade ein. Von wo die kommen. Auch nur Aufklärung. Sauber. Das ist aber viel mehr. Nein! Geschütz, Geschütz, Geschütz. Scan Gegner. Wo sind sie denn? Ich sehe sie auch nicht. Oh, der hat mich geheilt. Der schreckt mich doch nicht so. Kommt Turm geflogen. Ah, da sind sie dann die. Die scannt ganz schön weit, ne? Feindliche Streitkräfte bei halber Stärke. Wieder mal da oben. Ich glaube, ich hab offen. Jawohl! Oh, dass das nicht extra Punkte gibt, ne? Eins unserer Ziele steht unter Beschuss. Das ist nur ein Rohr. Er war nicht. Er war kein Rohr. Wir haben Sektor Bravo erobert. Da kommen wir doch noch auf ein paar Pünktchen. Noch einen Schubschraub abschießen. Oh ja, der ist perfekt. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, das ist ein falsches Ding schon wieder. Scheiße. Wo ist er denn? Keine Flair mehr gehabt. Jawohl, einmal getroffen. Ich muss jetzt zweimal schnell treffen, ne? Sonst kriegst du nur einen Assist. US-Truppen greifen eines unserer Ziele an. Ignoriert das. Geht nicht. Ressourcen bei 50%. Ich muss jetzt wieder Messer an. Ich hab endlich mal wieder eingebessert. Was, Jacky Jack? Wir haben die Kontrolle über ein Ziel verloren. Feindeinheiten haben Ziel Charlie 1 gesichert. Ach, das gibt's doch gar nicht. Verhindert, dass die US-Truppen alle Sektoren erobern. Krieg den nicht, jetzt hab ich ihn. So. Boah, kein Überblick mehr. Zu zappelig. US-Truppen kontrollieren Sektor Alpha. Boah, was ist denn für ein Einschlag? Ah nein, vorne schießen. Das ist flutscht. Starten Angriff auf Charlie 2. Machen, das ist mit dir auch zufrieden mit. Da unten. Ich bin auch erklärt.
Boah, bin übertrieben, Alter. Die schießen einfach im Gebüsch. Da mache ich kein Kill mit, ne? Gar nicht so schlecht bis jetzt. Ich will keine Hilfe. Aber nicht gut, um Gottes Willen. Nicht gut, aber keine Katastrophe. So wie ich es gewohnt bin. Wenn ich aufnehme. Oh, komm. Tank, tank, tank. Zieht sich auch ganz schön, ne, die Runde. Aber es war schön. Soll ja ein bisschen was gehen, damit man mal an Punkte kommt. Mal so einen kleinen Sicherheitsabstand einbewahren. Der ein bisschen sehr übertrieben lang ist. Ob ich genau da treffen soll, wo ich hin soll. Sie haben Sektor Charlie komplett eingenommen. Wow. Das war reiner Wahnsinnszufall. Oh Mann. Da denken die auch mal gleich von dir, dass du ein Hacker bist oder sowas. Der ist so Hammer, ey. Als Portgeschütz, aber ich weiß nicht, wie das Hauptgeschütz ist. Komm mal, Vereins. Ja. Das habe ich schon meinen Luck-Kill gehabt, ey. Das war echt gut. Beginnen mit Angriff auf Ziel Alpha 1. Als ob sie es wüsste. Ist immer kacke, mit dem Panzer direkt reinzugehen. Kleiner Schrubbi. Der Feind hat Sektor Bravo vollständig eingenommen. Boah, der war aber wirklich knapp, ey. Der nicht. Bereit für Abwurf eines Versorgungspakets. Also, die haben auch Raketen. Das ist blöd. Kleine Kack-Hubschrauber jetzt, ne? Mixer unter die Kugel gestellt. Scheißschuss. Ein Ziel wird verlagert. Treffer. Zerlegerverein, das ist mir doch egal. Keine Gnade. Ich fühle mich doch nicht so. Er ist vorbeigerannt. Was soll ich machen? Er kam von unten. Einen ganz weiten Weg gelaufen, die arme Socke. Mann, diese Vogel sehen immer aus wie Drohnen, ey. Piepmetze. Sich da irgendwo hinter verpasst. Aber die machen auf jeden Fall nicht so einen fetten Granatendamage, ne? Das finde ich ein bisschen schwierig. Aber gerade echt einer hinter mir. Ein bisschen Punkte mit dem Panzer. Unsere Kräfte attackieren Alpha 1. Oh, ich hab eine Störung abgekriegt. Alpha. Jetzt genau rausgefahren, wo Alpha 1 eingenommen wurde. Ey, kriege ich jetzt so die Störung hier oder was? Siehst du, dass man sich nicht auch wehren kann, aber sieht nichts mehr. Aufklärung. Bergiger hier.
Helfer raus, moderner Panzer. Wie gut für uns so aus, diesmal. Oh, abgebüsch. Unsere Ressourcen sind knapp. Setzen Sie weiter ein. Ich glaube, ich habe noch nie so lange in einem Panzer gelebt. Nur noch eine Handvoll Sektoren übrig. Wir kontrollieren den Großteil des Gebiets. Wir wurden von einem Ziel verjagt. Ernsthaft? Wie im Leben. Ziel von US-Kampfverbänden erobert. Ich sehe nichts. Was ist das jetzt im Bugs? Das ist auch immer was. Nee. Ich. Kann ich schießen, gegen nicht. Kleiner Schrubbschrapp da, ey. Und immer richtig fahren. Boah, eine fette Störung. Panzer hier drin. Drehen, drehen, drehen. Falsche Richtung, scheiße. Ziele gesichert. Sektor Charlie unter Kontrolle. Unsere Leute haben Ziel Charlie 2 übernommen. Schießt gerade ein Auto auf mich. Wir haben keine Schnitte mehr, oder? Saubere Action. Die Amerikaner wollen sich nicht zurückziehen. Räuchern sie aus. Ganz saubere Action. Jetzt sehe ich endlich mal wieder was. Jetzt sehe ich wieder nichts. Ah, es ist immer spannend, ne? Wenn es knapp wird, aber es ist nicht knapp genug. Unsere Feinde kontrollieren Sektor Alpha. Polizeiauto. US-Truppen alle Sektoren erobern. Beginnt mit der Evakuierung der knapp. Lopez. Na, nicht ganz knapp. Das hat keinen Sinn zu bleiben. 23 Kills, das ist okay. Das waren die ganzen scheiß Suchgranaten. Die waren schon geil, ja. Sagenhaft. Red White. Seid ihr wirklich überrascht? Mit Level 80? Nein. War's das? Bin bereit für Runde 2. Hey, der Witzker. Wie die manche abgehen, ey. Gut, ich habe dafür in meinem Squad Nahkampfkills 2 Stück gemacht. Bäm. 2 Messerkills. Ein paar Pünktchen, das ist immer nicht so viel, wie ich erhofft habe. Naja, gut, die hier noch. Und dann sind wir auf dem Weg zum neuen Sniper. Bis zur nächsten Folge.